Hallo zusammen und willkommen bei McRalph spielt Destiny. Wir befinden uns in Story Video Nummer 5 und haben eine Audienz beim Sprecher. Der Name scheint Programm zu sein, der hat hier auf jeden Fall ein bisschen mehr zu sagen. Es gab eine Zeit, in der wir weitaus mächtiger waren. Doch das ist lange her. Bis der Reisende erwacht und seine Stimme erhebt, bin ich derjenige, der für ihn spricht. Der Papst. Du hast sicher viele Fragen, Hüter. Mit letzter Kraft erschuf der Reisende die Geister, um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Hüter, die uns beschützen und tun, wozu der Reisende selbst nicht mehr imstande ist. Was ist geschehen? Ich könnte dir von der großen Schlacht vor Jahrhunderten erzählen. Davon, wie der Reisende verletzt wurde. Oder von der Macht der Dunkelheit, seinem uralten Feind. Früher kursierten in der Stadt viele Geschichten, die den Kindern Angst einjagen sollten. In letzter Zeit hört man keine mehr. Jetzt haben die Kinder ohnehin Angst. Die Dunkelheit kehrt zurück. Dieses Mal werden wir nicht überleben. Ihre Armeen umzingeln uns. Die Gefallenen sind nur der Anfang. Was kann ich tun? Schlage die Dunkelheit zurück. Die Hüter kämpfen auf und jenseits der Erde. Schließe dich ihnen an. Dein Geist wird dich führen. Ich hoffe, seine Entscheidung war weise. Sicher. Klar doch. Na klar. Wir gehen es gemeinsam an. Na logisch. Chakalaka. Wir sind zurück im Turm. Und so sieht das Ganze übrigens bei Nacht aus. Auch ganz schick. Auf jeden Fall sind wir hier, um uns eine Prämie abzuholen. Und das bekommen wir beim Meister Rahul. Achso, natürlich durchgelaufen. Verschwindet unsere Zeit. Artefakte austauschen, Prämie für interessante Funde abholen. Mhm. Die Währung der Stadt, eine programmierbare Materie, die vor dem Untergang als Energiequelle genutzt wurde. Deine Charaktere teilen sich bla bla. Nimm. Kodiertes Engramm. Ein verschlüsseltes Materie-Engramm mit ungewöhnlichen Eigenschaften. Der Kryptarch kann es zu einem Rüstungsteil entschlüsseln. Sehr gut. Aha. Ein paar neue Stiefel. Siehste mal. Was haben wir denn hier Schönes? Die sind schlechter. Erfordert Level 4. Okay. Die können wir dann aber auf jeden Fall zerlegen. Beim Ärmchen gibt es auch noch was Neues. Das ist sogar deutlich besser. Und weg das Ding. Wie sieht es hier aus? Die behalten wir. Das sind alles gute Alternativen. Jetzt muss ich nur noch mit der Vorhaut sprechen. Da gibt es auch noch mal eine Prämie. Ja, ich weiß. Vorhut. Wo steckt er denn? Da unten. Am Boden? Zielsrelais, Palastcluster 5222, hier für komplett. Ach ja, das Coolste habe ich ja noch gar nicht gemacht. Mich hingesetzt. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Dun, dun, dun. Hey, fertig für heute oder gehst du nach Haus? Och, mal schauen. Wie mich die Laune treibt, ne?
Nun gut, ich will das Video jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich nehme meine Missionsprämie noch mit und im nächsten Video machen wir dann mal wieder eine richtige Mission. Danke fürs Zuschauen, bis bald.